Verdammt, Fischer! Pass auf den Alarm auf! Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs! Also los. Terkom. Datenbank online. Okay. Aktiver Terrainfolgeradar. Okay. Koordinatenabgleichssystem. Okay. Koordinatenprüfsystem. Okay. Trägheitsabweichungsprüfsystem. Nein. Stimmt doch. Okay. Ummantelung gesichert. Okay. Also los. Terkom. Datenbank online. Okay. Aktiver Terrainfolgeradar. Okay. Koordinatenabgleichssystem. Okay. Koordinatenprüfsystem. Okay. Prüfsystem. Nein. Stimmt doch. Okay. Ummantelung gesichert. Okay.
Gute Arbeit, Sam. Noch ein Transportprotokoll und wir haben einen genauen Überblick über Ihre motorisierten Verbände in der Region. Ich werde es finden. Okay.
gute Arbeit, Sam. Ich scanne das BIOS. Ja, Signaturen von Dvorak. Woher kam er? Hokkaido? Den Büros von Displays? Seoul. Was? Südkorea? Willst du mir sagen, dass die Vereinigten Staaten gerade in einen Krieg hineingezogen wurden, um die Leute zu beschützen, die die Walsh versenkt haben? Ich kann die Spur nicht weiter als bis Seoul zurückverfolgen. In Ordnung. Was soll ich jetzt tun? Nun, fürs Erste müssen wir sie davon abhalten, eine weitere Rakete abzuschießen. Begib dich zur anderen Startanlage. Du meine Güte, Fischer! Die NKA hat gerade... Sie rücken über die DMZ vor! Wir befinden uns im Krieg! Warum? Wir haben gerade den Beweis gefunden, dass sie die Rakete nicht abgefeuert haben. Oh Gott! Wo wir von Raketenstarts sprechen. Die Batterie leuchtet gerade wie ein Weihnachtsbaum. Sie zielen doch nicht etwa auf unsere Schiffe, oder? Die haben den aktiven Radar aufgeschaltet. Sieht so aus, als stünde ein Abschuss unmittelbar bevor. Fischer, du musst diesen Raketenstart verhindern. Ich tue mein Bestes. Und Leitsystem, die SMEC, okay. Bildprozessor, okay. Aktive Bilderfassung, okay. Zielverfolgung, okay. Wärmebild, okay. Ich weiß, was du denkst, Fischer. Wenn sie einfach die Vorschriften außer Acht und die Ummantelung des Sprengkopfes unverschlossen lassen. Selbst eine Sprengung der Raketen würde die Batterie nicht zerstören. Nein, aber es würde ein Riesenchaos anrichten. Thank you.
Verdammt, Fischer! Pass auf den Alarm auf! Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs!